Servus, Mario aus Thailand, Sattahip. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, was hier bei uns Residenten wirklich, sage ich mal, ein riesengroßes Thema ist. Und zwar handelt es sich dabei um eine Krankenversicherung. So, es ist ja hier in Thailand Pflicht oder auch nicht Pflicht. Das kommt dann immer wieder darauf an, welches Visum man hat oder welche Aufenthaltsgenehmigung hier man in Thailand hat. Das heißt, sollte man ein OA-Visum haben, so wie ich zum Beispiel, dann benötigt man eine Krankenversicherung. Das heißt, man muss sich hier in Thailand bei einer von der Immigration, also vom Einwanderungsamt, anerkannte Versicherung versichern lassen, krankenversichern lassen. So, folgendes. Es ist ja ein Muss. Das heißt, jeder, der ein OA-Visum hat, muss jedes Mal eben eine Krankenversicherung hier in Thailand abschließen. So, jetzt ist Folgendes. Natürlich, umso jünger man ist, ich spreche jetzt so von 50 bis 60 vielleicht, ist ja das noch relativ unter Anführungszeichen günstig, was man so pro Jahr bezahlen muss, um die Kosten eben der Krankenversicherung zu haben. So, natürlich, umso älter man wird, umso teurer wird die ganze Geschichte. Das heißt, da kommen schon manche Leute, also ich spreche jetzt schon so von Mitte 60 bis 70-Jährige, boah, das wird schon extrem teuer, was die monatlich hier an Leistungen zu bezahlen haben. Jetzt gibt es natürlich die andere Möglichkeit, ein O-Visum zu haben. Da wird diese Versicherung ja nicht benötigt. Wie gesagt, nur beim OA-Visum wird eine Krankenversicherung benötigt. Beim O-Visum brauchst du keine Krankenversicherung. Das heißt, ist ja perfekt. Warum wechseln jetzt viele Leute vom OA-Visum zum O-Visum? Genau deswegen. Leute, ich sag mal so, man lebt ja in einem Land. Man wird mal krank, man hat mal einen Unfall, man muss vielleicht mal ins Krankenhaus. Das kann ja alles passieren. Das kann natürlich alles passieren und wahrscheinlich schneller als man glaubt. Aber, wenn ich jetzt genug Bargeld besitze, zum Beispiel auf einem Bankkonto, und dieses Bargeld hernehme, damit ich dann meine Krankenhauskosten bezahle, ja, sollte was passieren, dann ist ja das, denke ich, billiger oder günstiger, als ich muss monatlich oder für ein Jahr für eine Versicherung, sage jetzt mal, schon sehr, sehr viel Geld bezahlen. Das heißt, überlegt euch doch mal, ich denke so, Bargeld, passiert was, wird bezahlt. Gut. Man kann ja auch etwas sparen damit natürlich. Sollte eben in einem Jahr eben nichts Gröberes oder Größeres passieren, dann kann ich ja das Geld nehmen und sagen, okay, ich hätte jetzt ein Jahr lang schon die Versicherung bezahlt, aber zum Glück ist ja nichts passiert und jetzt kann ich das Geld wieder hernehmen, aufstocken und zum nächsten Jahr dazugeben. Ist doch viel, viel besser, denke ich. Aber wie gesagt, das sind eben die Gesetze hier in Thailand, dass eben das OA-Visum
eine gewisse Krankenversicherung haben muss. So, jetzt zu diesem Thema. Ich bin ja Besitzer von einem OA-Visum. Das heißt, ich habe ja eine Krankenversicherung. Aber sollte nächstes Jahr das nicht gekippt werden, das heißt, nur die OA-Visums müssen wieder Versicherung machen, die anderen O-Visums, Aufenthaltsgenehmigungen hier in Thailand, brauchen keine Versicherung, dann mache ich auch einen Wechsel. Das heißt, ich werde, bevor mein Visum abläuft, von Thailand ausreisen, ohne Re-Entry, das heißt, ich verliere meinen Status von meinem OA-Visum, was ich 2019 in Wien bei der thailändischen Botschaft beantragt habe. Das verliere ich. Ich reise wieder ein nach Thailand, darf 45 Tage bleiben, plus eventuell noch Verlängerung von 30 Tagen. In dieser Zeit habe ich die Möglichkeit, ein O-Visum bei der Immigration, beim Einwanderungsamt hier in Thailand zu beantragen. Das heißt Folgendes: Ich brauche ein Bankkonto, genauso wie ich es vorher ja auch gebraucht habe, mit einer gewissen Summe drauf. Das spricht, ich bin ja Single, 800.000 Baht. So, plus Fotokopien und bla bla bla, was eben so alles dazugehört. Und mit diesem Ganzen gehe ich dann zum Einwanderungsamt und beantrage in dieser Zeit mein O-Visum oder meine Aufenthaltsgenehmigung hier in Thailand. Ohne Versicherung, ohne Krankenversicherung. Und das ist der große Unterschied an der ganzen Geschichte zwischen dem O- und OA-Visum, was eben so viele Meinungsverschiedenheiten gibt, weil eben die meisten eben den Unterschied zwischen O- und OA-Visum nicht kennen. Das ist eben der große Unterschied. Und ich spreche jetzt hier nur von einem Single, von Single-Person, also von alleinstehend, nicht verheiratet. Verheiratet ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Und es gibt ja so viele Visa-Arten hier in Thailand, da können wir ja lange noch drüber diskutieren. Aber ich wollte nur jetzt den Unterschied zwischen O- und OA-Visum und alleinstehende Personen, nicht verheiratete Personen, wohlgemerkt, mit die 800.000 Baht. Weil ich denke, mit den Verheirateten sind es 400.000 Baht. Okay, so. Wie gesagt, und das ist eben der Unterschied mit der Krankenversicherung. Habe ich jetzt genug Bargeld, ich spreche jetzt meine Meinung von ca. 1,5 Millionen Baht ja, auf dem Bankkonto, damit ich zum Beispiel abgesichert bin, wenn ich einen schweren Unfall habe oder wenn, weiß ich nicht, ein Herzproblem oder irgendwas entstehen würde, kann ich damit mit meinem Bargeld hier meine Krankenhauskosten bezahlen. Habe ich es oder habe ich es nicht? Um das geht es hier. Sollte ich es haben, dann würde ich vorschlagen, keine Krankenversicherung abzuschließen, weil ja ich zahle ja monatlich oder jährlich, umso älter du wirst, sehr, sehr viel Geld. Also für mich jetzt ist jetzt momentan wirklich nur eine kleine Summe, aber da gibt es schon welche, die halt, sage ich jetzt mal, 70 Jahre alt sind oder drüber, boah, die zahlen doch für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, also in drei Jahren hast du zumindest oder in zwei Jahren hast du schon das Geld darin, was du wahrscheinlich schon, wenn du nicht bezahlen würdest, gespart hast, schon für eine, sage ich mal, größere Operation hättest. Ganz wichtig. Und dann kommt noch dazu, viele Versicherungen sagen ja ab, weiß ich nicht, 75, nehmen wir ja nicht mehr, ist ja zu gefährlich schon, der ist ja schon zu krank, ja.
und solche Sachen. Und die Schikanen, wie du dich vorher eventuell noch untersuchen lassen musst, ist ja auch irgendwo nicht okay. Aber das sind eben die Versicherungen. So, also in Thailand. Und damit meine ich, wäre es doch besser, Leute, spart Geld, gebt es auf ein Bankkonto, was ja jederzeit verfügbar ist. Und sollte dir wirklich leider irgendwas passieren, schnappt das Geld und zahlt eure Krankenhausrechnung. Ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema Krankenversicherung hier in Thailand. Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Der eine ist vielleicht noch in Europa versichert, der andere ist eben nicht versichert. Leute, ihr könnt mir bitte gerne in meine Kommentaren reinschreiben, wie ihr das handhabt und was ihr davon denkt. Aber eben meine Meinung ist, Leute, solltet ihr so wie ich hier leben, keine Krankenversicherung im ehemaligen Land zu Hause haben, sondern ihr müsst hier euch krankenversichern, dann macht doch das so, wie ich es denke, spart Geld, gebt es auf ein Bankkonto und wenn es notwendig ist, wird das genommen für eben eure Krankenhausrechnung. So, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Was ist eure Meinung? Es täte mich freuen, von euch zu hören. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr seid so mega spitze. Dankeschön. Herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen, vielen Dank an alle, die schon meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Recht, recht herzlichen Dank. Leute, ihr seid mega spitze. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, Dankeschön. Tschüss. Servus. Mario aus Thailand. Satta Hip. Tschüss.